Das Kätzchen stellt vor. Das Kätzchen und die magische Garage, das Bewässerungsauto. Eines Tages fuhr das Kätzchen auf der Straße, hörte Kinderradio und sang sein Lieblingslied über ein Krokodil. Ein Auto fuhr durch eine große Hauptstadt. Ein Auto fuhr tu, die Reifen wurden platt. Im Auto saß ein Krokodil, das kam vom großen weißen Nil. Das Krokodil lief durch die Stadt, weil es was zu erzählen hat. Plötzlich bemerkte das Kätzchen, dass die Bäume in der Gegend irgendwie komisch aussahen. Das Kätzchen hielt an und stieg aus dem Auto. Die Äste hängen herunter, die Blätter sind vertrocknet und das Gras ist ganz gelb. Und der See, der eigentlich groß war, ist jetzt ganz klein, wie eine gewöhnliche Pfütze. Bald kann das Fischchen nirgendwo mehr schwimmen. Was ist passiert? Nach ein paar Sekunden begriff das Kätzchen, dass es an der Hitze liegt, die schon den ganzen Monat andauerte. Natürlich, es hat nicht einmal geregnet. Aber die Bäume und das Gras brauchen Wasser, sonst können sie nicht leben. Sie müssen unbedingt gegossen werden. Aber wie? Ich habe doch Tatzen. Und mein kleines rotes Auto ist dafür überhaupt nicht geeignet. Genau, ich hab's. Ich fahre zu Max in die Zaubergarage. Er wird mein Auto auf den neuesten Stand bringen. Hier ist schon die Zaubergarage. Max, mach schnell auf. Es ist sehr wichtig. Das Garagentor öffnete sich und das Kätzchen fuhr schnell hinein. Hallo Max. Hallo Kätzchen. Was ist passiert? Das Kätzchen erzählte Max von allem, was es heute gesehen hatte. Die vertrockneten Bäume, das gelbe Gras überall und das kleine Fischlein, das in dem vertrockneten See wohnt, der nur noch wie eine Pfütze aussieht. Ich muss unbedingt die Bäume und das Gras gießen und den See wieder mit Wasser auffüllen. Wie soll ich das denn machen? Mach dir keine Sorgen, Kätzchen. Wir machen jetzt aus deinem Auto ein echtes Bewässerungsauto. Und du fährst los, um die Pflanzen und den kleinen Fisch zu retten. Ein Bewässerungsauto? Das klingt aber spannend. Kätzchen, dein Auto ist sehr klein. Und ein Bewässerungsauto muss viel Wasser transportieren können. Und deshalb verändern wir dein Auto so, dass es ganz anders aussehen wird als vorher. Einverstanden? Ja, natürlich bin ich einverstanden. Lass uns schnell ein Bewässerungsauto machen. Wir laden das spezielle Programm hoch. Fertig! Zuerst müssen wir dein Auto auf der Hebebühne hochheben. Genau so. Zuerst nehmen wir die hinteren Räder ab. Eins, zwei. Die vorderen Räder lassen wir dran. Wir werden sie nicht verändern. Jetzt sägen wir mit einer Kreissäge den hinteren Teil des Autos ab. So. Oh Mann, es war doch sowieso schon ein kleines Auto. Und jetzt ist es noch kleiner. Jetzt ist es die Hälfte eines kleinen Autos. Mach dir keine Sorgen, Kätzchen. Wir schweißen jetzt ein neues, verlängertes hinteres Autoteil an. Mit zwei Achsen für die Räder. Anlegen. Und festschweißen, damit es nicht abfällt. So. Und hier. Und hier. Und hier. Fertig. Oha, cool. Es gefällt mir. Jetzt, schau her, Kätzchen. Brauchen wir noch neue Räder. Aussuchen. Draufdrücken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fertig. Alle Räder sind an der richtigen Stelle. Jetzt wirst du statt einem Kofferraum einen großen Wassertank haben. Um ihn anzubringen, brauchen wir eine besondere Winde. So. Hier ist sie. Draufdrücken.
Schau her, Kätzchen. Der Tank ist schon fast an der richtigen Stelle. Noch ein bisschen. Der Tank ist angebracht. Jetzt befestigen wir am Dach einen besonderen Aufsatz. Hier, damit du das Wasser in alle Richtungen leiten kannst. Aussuchen. Draufdrücken. Und am Dach befestigen. Fertig. Jetzt müssen wir den Tank mit dem Aufsatz verbinden. Ich weiß. Dafür brauchen wir einen Schlauch, ja? Genau. Wir brauchen einen festen Schlauch aus Gummi. Hier. Wir befestigen das eine Ende am Tank und das andere Ende am Aufsatz auf dem Dach. Fertig. Max, lass das Auto runter. Ich fahre direkt los. Das Fischlein wartet auf mich. Kätzchen, womit willst du denn den See auffüllen? Womit willst du die Pflanzen gießen? Der Tank ist doch leer. Ach ja, genau. Was sollen wir tun? Gibt es hier Wasser? Natürlich. Wir öffnen den Deckel vom Tank. So. So. Und suchen den Wasserhahn. Wo ist der denn? Nein, nicht hier. Ah, hier. Hier drauf drücken. Von oben kam ein Wasserhahn an einen dicken Schlauch herunter. Der Hahn drehte sich auf und der Tank füllte sich sehr schnell mit Wasser. Toll! Das Fischlein wird sich sehr freuen. Der Tank ist schon zur Hälfte voll. Noch ein bisschen und noch ein bisschen. Fertig! Max, mach das Wasser aus! Der Kran drehte sich wieder und das Wasser hörte auf zu fließen und der Deckel schloss sich wieder. So, jetzt ist das Auto fertig. Fahr schnell los! Cool! Hier ist der vertrocknete Teich. Zuerst beschloss das Kätzchen, den Teich aufzufüllen, damit der kleine Fisch sich sicher fühlt. So, und noch was und noch ein bisschen. Fertig! Fischchen, wenn es morgen wieder so heiß ist und es nicht regnet, bringe ich dir noch mehr Wasser. Der Fisch sprang fröhlich umher. Es war sehr spannend, das Gras und die Bäume zu gießen. Und das Wichtigste war, dass das Kätzchen sich freute, dass es etwas Gutes für die Natur tat. Genau wie ein Erwachsener. Cool! Super, Kätzchen!